Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüße ich euch vom Bodensee. Ihr seht richtig, in einem Kanu. Meine Frau und ich haben dieses Kanu mal ausgiebig getestet, weil wir Lust darauf haben. Aber schaut erst mal euch an, wie alles begonnen hat. Vom Kanufahren haben wir eigentlich gar keine Ahnung, wie man da richtig paddelt, auf was man achten muss und so weiter. Wussten wir bis dato nicht. Wir sind bisher immer ein normales Standard-Familienschlauchboot gefahren. Jetzt wollten wir mal etwas Sportliches machen und so eine kleine Erkundungstour auf dem Bodensee. Und gerade am Ufer lang paddeln, wenn es flach wird, dass man da die Möglichkeit hat, einfach die Natur sich in Ruhe anzuschauen. Wir waren auf der Suche nach einem etwas größeren Kanu, weil ich mit 1,94 doch recht lange Beine habe. Somit haben wir uns hierfür entschieden. Und hier markiere ich gerade eine der guten Eigenschaften, weil über die Luftkammern ist extra eine Polyesterhülle gezogen, die, wenn man über Steine fährt, natürlich das Innenleben schützen soll. Was macht man bei Amazon zuerst? Man schaut sich natürlich die ganzen Bewertungen an. Und die waren in der Regel relativ gut. Natürlich gab es auch Bewertungen, die gesagt haben, das Boot ist Schrott, die Nähte sind nach 2 Jahren aufgeplatzt oder haben sonstige Schäden gehabt. Aber im Großen und Ganzen war das Boot doch als sehr gut bewertet worden. Bis auf eine Rezension. Die hat klar gesagt, Achtung, das Boot ist top in Schuss, aber was nützt mir das schönste Boot, wenn die Sitze, die zum Aufblasen sind, beim Kanufahren nicht genug Stabilität, insbesondere im Rückenreich bieten, weil was soll ich dann damit paddeln? Unserem diesjährigen Sommerurlaub waren wir am Bodensee, hier an der Badestelle in Kressbronn. Das ist in der Nähe von Friedrichshafen. Und hier haben wir unser Boot bei schönstem Wetter aufgebaut. Man sieht schon, dass alles sehr kompakt verpackt. Die Paddel und die Luftpumpe sind extra, die man sich kaufen muss. Und das Boot wird in einer grauen Tasche geliefert. Als erstes habe ich erstmal die Bedienungsanleitung studiert und alle Zubehörteile sortiert. Da ist noch das Manometer und natürlich die Finne. Die Bedienungsanleitung ist auf diversen Sprachen abgebildet und die eigentliche Anleitung betrifft eigentlich nur 2,5 Seiten. Die erste Seite irgendwelche Sicherheitshinweise, die üblichen. Naja, das Auspacken geht relativ einfach, am besten natürlich zu zweit, weil 15 Kilo kann man natürlich alleine bewältigen, aber zu zweit ist es einfacher. Warum nochmal extra eine Plastikfolie in der heutigen Zeit verpackt werden muss, das müsste man den Hersteller mal fragen. Davon mal abgesehen, es ist schön verpackt, man klappt es aus und es ist in der Mitte noch einmal wie ein Bettlaken von früher zusammengefaltet. Das Boot besteht aus 2 Seitenwänden und einem Boden. Bevor man allerdings das aufpumpt, muss man auf jeden Fall die Finne vorher reinstecken in die dafür vorher gesehene Halterung. Naja, das Reinschieben geht relativ einfach. Man darf nur nicht die Seiten verwechseln, aber eigentlich ist es ein Kinderspiel. Dann dreht man das Boot wieder rum und stellt fest, ups, alles ist rausgefallen. Der Boden ist rausgefallen und die 3 Sitze. Das ist aber kein Problem. Man muss nur, bevor man es aufpumpt, alles wieder ein bisschen richten und ein bisschen reinschieben und insbesondere den Boden an seine richtige Stelle bringen, weil wenn man ihn aufbläst, muss er die Grundform des Bootes als Basis bieten. Wenn man sich mit dem Luftdruck unsicher ist, hat man auf der Innenseite nochmal eine schöne Beschreibung. Dann steckt man einfach das Ventil rein, das hält, das passt, die Standardadapter, wie man hier sieht, und fängt an aufzupumpen. Wenn man dann den Boden aufgeblasen hat, kann man den Luftdruck, und das sollte man auch tun, mit diesem Manometer checken. Das heißt, man sticht einfach die Nadel in das Ventil rein. Hier hat man noch einen Alternativaufsatz für eine andere Ventilgröße. Für das Boot braucht man aber nur das größere Adapterventil. Naja, wenn man es dann aufgepumpt hat und ist der Meinung, es ist fest genug, dann zieht man den Schlauch ab, die Luft bleibt drinne und man prüft mit dem Manometer und steckt es einfach auf das Ventil drauf. Und dann sieht man sofort den passenden Luftdruck. Und wenn man zufrieden ist oder nicht mehr ganz weiß, wie der Luftdruck ist, schaut man einfach sich die Innenfläche nochmal an. Naja, dann geht es an die zweite Außenwand. Und auch hier mit der Handpumpe funktioniert das wunderbar, aber es strengt doch ein bisschen an. Und man muss auch mal eine kleine Pause machen. Wenn man dann fertig gepumpt hat, auch wieder hier der prüfende Blick mit dem Manometer. Aber das kann man auch ohne machen, ganz ehrlich gesagt. Mit ein bisschen Gefühl kriegt man das ganz gut hin und das Boot ist dann wirklich sehr schön fest. Jetzt geht es an die Sitze.
Und hier kam mir sofort beim Aufblasen wieder die Erinnerung des einen, der einen Amazon-Bewertung, der ja explizit negativ sich über die Sitze geäußert hat. Und es fängt schon wirklich an beim Reinstecken des Ventils in das dafür vorgesehene Öffnung, weil das Ventil, dieser ganze Aufsatz passt zwar, aber ist viel zu klein, rutscht öfters mal raus. Und am sinnvollsten ist es, wenn man zu zweit das aufbläst, weil einer hält dann das Ventil fest und der andere kann pumpen. Wenn man dann beide Kammern, nämlich das Sitzkissen und die Rückenlehne aufgepumpt hat, dann kann man das mit den entsprechenden Leinen fixieren, die im Boot dafür vorgesehen sind. Und hier sieht man mal im Detail, und das ist jetzt ungeschnitten, wie aufwendig das ist und wie fummelig das ist. Und hier merkt man, da muss sich der Konstrukteur irgendwas nochmal neu überlegen, weil man hat zwar nach 3 oder 4 Pumpstößen genug Druck drinne, aber jetzt sieht man schon, einer hält das Ventil krampfhaft fest, einer zieht es raus und ebenfalls muss man dann noch darauf achten, dass genug Luft im Kissen drin ist. Im Sitzkissen ist das ja alles nicht so schlimm, da sitzt man ja nur drauf. Aber die Rückenlehne braucht richtig Dampf und hier muss der Druck wirklich stimmen. Allein das Rausziehen dieses kleinen Plastikventils ist schon eine größere Sache und hier ist es einfach irgendwie alles nicht passend. Und dieses Ventil hat leider keine Rückstoßvorrichtung. Das heißt, wenn dieser Plastikdeckel mal abrutscht, dann strömt sofort Luft raus und wird nicht in dem Kissen gehalten. Aber schaut euch einfach das selbst mal an. Naja, irgendwann hat es dann halt gepasst. Und das ist jetzt der hintere Sitz, den wir dann reingemacht haben. Und so sieht das Boot dann fertig aufgepumpt aus. Sieht sehr schön aus und wir haben uns richtig drauf gefreut auf unsere erste Ausfahrt. Stechpaddel rein, dann noch ein paar die Wertgegenstände in wasserdichten Sack, ein Handtuch am besten mitgenommen. Und dann kann es auch schon losgehen. Das zu Wasser lassen ist überhaupt kein Problem. Die 15 Kilo hebt man an den dafür vorgesehenen Griffen mit 2 Personen ganz leicht. Bei der Hafenausfahrt hier in Goren mussten wir ein bisschen aufpassen, weil da war doch einiges an Verkehr los. Haben dann das ein bisschen abteilen müssen zwischen Motorboot und Segelboot. Schön quer gepaddelt, hat alles bestens gepasst. Hier sieht man schon, der Bodensee hatte ganz leichten Wind und eine ganz leichte Welle. Man saß aber extrem stabil drinne und man hatte nie das Gefühl, also auch gerade jetzt, wo so ein bisschen Welle kam, man hat irgendwie gleich das Gefühl, man kentert oder kippt um. Und hier sieht man mal schon bei meiner Frau, wie schlecht sie drinne sitzt in dem Boot. Die Rückenlehne hat überhaupt nicht das Gewicht gehalten. Wir haben es versucht, mit dem Rucksack abzupolstern, dass sie wenigstens einigermaßen gut drinne sitzt. Aber leider hat das erstmal alles so nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz haben wir uns dadurch nicht die Laune vermiesen lassen und hatten einen wunderschönen Tag auf dem Bodensee bei herrlichstem Wetter und haben einfach das genossen. Hier sieht man es nochmal mit dem Rucksack. Das ist irgendwie leider keine richtige Lösung und hier muss der Konstrukteur auf jeden Fall nacharbeiten. Wir sind dann so ungefähr 2 Stunden auf dem See gewesen. Wir hatten herrlichen Sonnenschein. Das Paddeln hat Spaß gemacht. Muss ich erstmal auf einen gemeinsamen Rhythmus einigen. Der Hintermann, das war in diesem Fall ich, übernimmt in der Regel immer das Steuern und korrigiert letztendlich die Richtung. Muss halt auch ein, zwei Mal eine Pause machen, damit der Vordermann entsprechend seinen Schlag durchführen kann. Die Paddel, alles in allem tolle Paddel, haben sich sehr bewährt. Hier sieht man nochmal, was für schönen Platz gerade ich habe. Ich konnte die Beine komplett ausstrecken und saß wirklich sehr bequem in dem Boot, weil das Sitzkissen hinten am Ende des Bootes so schön in die Rille eingezwängt war, sodass ich perfekt drinne saß. Nur für den Vordermann ist es wirklich die Hölle. Und wir haben dann auch irgendwann unsere Bootsfahrt beendet, weil einfach Sandra Rückenschmerzen bekommen hat und keine Lust mehr hatte, so komisch zu sitzen. An unserer Ausstiegsstelle, das war jetzt hier in Kressbronn, haben wir dann noch warten müssen, weil die Rampe besetzt war, haben noch unser Schiff angeguckt, wie das angelegt hat, der Ausflugsdampfer. Dann konnten wir endlich auch rausgehen und auch hier das Raustragen, Aussteigen, alles kein Problem. Das Boot ist handlich, zu zweit wunderbar zu handeln, wie man hier sieht. Und dann ging es darum, ja, wie schnell trocknet das Boot? Wie viel Wasser ist wirklich reingekommen? Gibt es irgendwo undichte Stellen? Und das sieht man leider hier an der Stelle, dass das Polyester-Außenmaterial
nicht undicht ist, aber es saugt sich mit Wasser voll. Hier an der Pinne sieht man das sehr schön. Und hier auch an der Kante, wo das Boot regelmäßig im Wasser liegt, sieht man die dunklen Flecken. Und somit hieß es für uns erstmal, alles klar, wir legen das Boot zum Trocknen in die Sonne, was wir auch gemacht haben. Und nach über einer Stunde in der Sonne ist das Boot erst von alleine getrocknet, von außen. Innen, klar, muss man natürlich nachwischen, das ist kein Problem. Das Fazit. Das Boot ist gerade für Anfänger super. Es ist toll im Aufbau, es lässt sich gut mobil im Auto transportieren. Mit 15 Kilo kann man es wunderbar zu zweit transportieren. Es lässt sich sehr gut paddeln. Die Finne kann man dran machen. Wenn man sie nicht dran macht, gibt es keine Probleme. Es hängt mehr von der Paddeltechnik ab, aber wir sind auch zwei blutige Anfänger bisher und haben das Boot sehr gut steuern können. Das Boot liegt auch gut im Wasser, es ist sehr stabil. Alles wunderbar. Leider gibt es aber einen ganz entscheidenden negativen Aspekt, der uns wirklich sehr gestört hat. Und zwar sind das die Sitze. Der Hintermann, so wie ich, sehr groß, passe wunderbar rein. Man kann sogar ein bisschen Gepäck mitnehmen, wasserdichten Sack. Aber der Vordermann, hier sieht man schon angedeutet, sitzt sehr schlecht. Wir haben versucht, mit einem Rucksack das alles abzupolstern, aber der Sitz ist nicht in der Lage, gerade der Rückenbereich hier stabil Halt zu geben. Und wie man hier auch an dieser Konstruktion sieht, ist das mehr als notdürftig. Das macht auf Dauer keinen Spaß und das führte uns auch zu der Entscheidung, dass wir das Boot wieder zurückgegeben haben. Wirklich sehr schade, denn ansonsten ist das Boot wirklich toll. Ja, ich sage vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und tschüss, bis zum nächsten Mal.